Kollege, ich bin's. Ich wünschte, ich könnte jetzt mit dir reden. Es tut mir leid. Es tut mir alles so furchtbar leid. Ich wünschte, ich hätte wen zum Reden da. Denn hier fällt alles auseinander. Ich fass nicht, was hier passiert. Es ist seltsam. So ein kleines Ding. Ist sie das? Nico? Ja, hab seit Wochen nichts von ihr gehört. Wir sind 5 Minuten weg und du schaust dir das immer noch an. Du musst sie echt vermissen. Die Ishimura ist kein Job, den man ablehnt, aber 6 Monate lang nur Videoanrufe. Ist hart. Da sagt man leicht das Falsche. Kann ich dir nicht verdenken. Ich würde auch lieber meiner Freundin zuhören als Hammond und den Sicherheitsprotokollen. Vorsicht ist besser als Nachsicht, Daniels. Ja, sagtest du bereits. Los geht's. Schöner Wiedereintritt. Willkommen auf Egesin. Stell dir vor, du müsstest 6 Monate lang auf diesen Felsen starren. Für einen Bergbauunternehmer? Ein Paradies. Wege 7 ist einer der größten Funde der CEC-Geschichte. Ein Erkundungsteam hat für immer ausgesorgt. Wo ist sie? Da. Visueller Kontakt mit der USG Ishimura bestätigt. Wunderschön. Das größte Abbauschiff ihrer Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Es ist so dunkel. Man sieht nicht ein einziges Licht. Ja. Wir haben gleich Empfang. Jemand muss doch auf uns warten. Sei beim Anflug vorsichtig. Kein Risiko, wenn es um den ganzen Stolz der CEC geht. Kein Risiko, ha? Huh? Hast du deshalb in meiner Personalakte rumgeschnüffelt, bevor wir los sind? Über was du denn da Zugriff? Computeranalystin. Berufskrankheit. Das war der übliche CEC-Hintergrundcheck, Daniels. Wenn du erste Liga spielen willst, musst du am Ball bleiben. Sir, wir haben jetzt Empfang. USG Ishimura, hier spricht das Notfallteam der USG Kallion in Antwort auf euren Notruf. Komm, Ishimura. Ishimura, könnt ihr mich hören? Bitte melden. Hier ist die USG Kallion. Hast du schon mal von einem vollständigen Kommunikationsausfall gehört? Nein. Los, geht. Endlich ans Telefon. Wohl das Kommunikations-Array defekt. Vielleicht ein kaputter Encoder. Daniels und ich kriegen das in 48 Stunden hin. Hey, so bleibt dir genug Zeit, ein Wiedersehen mit Nicole zu feiern. Ja, das hoffe ich. Chan, Johnston, bringt uns rein. Gravitationsstrahlen aktiv. Automatisches Andocken. Und los. Ich verliere die Kontrolle. Falscher Kurs! Daniel! Die Steuerung reagiert nicht auf die Überbrückung. Scheiße! Wir sind zu schnell! Wir werden in die Hülle knallen! Chad! Auf den Notstabilisator! Da! Das blaue Licht! Das könnte uns abbremsen! Okay. Schon raus. Dann auf. Ein gebrochener Hals. Oder Schlimmeres. Gute Idee mit dem Stabilisator, Isaac. Gut, dass ich immer das Handbuch lese. Was zur Hölle ist mit der Flugsteuerung los? Das System ist ja eine Todesfalle. Kommt direkt auf die Reparaturliste. Jan, wie sieht's bei uns aus? Kommunikation und Portbooster sind weg. Es brennt in einem der Stabilisatoren. Der Singularitätskern ist überlastet. Das muss schlimmer sein, aber nicht viel. Dann holen wir Hilfe. Johnston, bleib du auf der Kallion. Wir schicken Ansani. Alle anderen zu mir. Denn die Landung hat doch das halbe Schiff gehört. Sei stolz auf dich, Chan.
Du hast uns im Heimstück gehalten. Abgesehen von Johnson. Aber wenn du einen ausgeben willst... Ich könnte einen zur Beruhigung vertragen. Vor allem auf Kosten der CEC. Hast du wen in der Flugsteuerung gesehen? Nein, niemanden. Isaac, wir sollten mal los. Na, immerhin ist das Signal noch da. Melden wir uns mal an. Stellvertretender Chefingenieur Jacob Temple. Standort? Fehler. Mitarbeiter nicht gefunden. Erreichte Sicherheitsdienst nicht. Den Chefingenieur auch nicht. Was ist mit der Kommunikation? Eilig. Wo ist das Sicherheitspersonal? Hier ist niemand. Es ist nichts vermerkt. Kein Dienstplan und kein Strom für den Aufzug. Meine Güte. Die Sicherheitskonsole funktioniert noch. Isaac, hol den Schadensbericht. Schluss mit dem Theater. Ist was auf dem Boden? Ist das... Isaac, her mit dem Schadensbericht. Oh Gott, der Gestank! Wie sieht's aus, Isaac? Scheiße. Nicht nur die Kommunikation und die Steuerung. Die halbe Ishimura ist defekt. Triebwerke, Außenhülle, die Monorails... Was könnte ein Abbauschiff so beschädigen? Okay, Strom ist wieder da. Die Belüftung läuft. Der Aufzug sollte auch bald wieder da sein. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Noch eine Fehlfunktion? Nein, die Quarantänesysteme funktionieren. Moment. Hört ihr das? Ja. Ja, ich hör's. Hammond? Ganz ruhig. Daniels, bring die Aufzüge wieder zum Laufen. Irgendetwas ist mit uns hier drin. Down!